Hallo und willkommen bei Matze baut was, dem Kanal für Modellbau und Elektronik mit der freundlichen Stimme aus dem Off. Aufbau eines U-Boot-Modells. Teil 9, das Heck. Diesmal zeige ich euch, wie ich die Heckruderansteuerung realisiert habe. Dabei verwende ich wieder spezielle Techniken, um die Ansteuerung im schmalen Heckbereich möglich zu machen. Los geht's mit dem Tiefenruder. Mit diesem kleinen Teil werde ich die Tiefenruderwelle im Heck zentrieren. Das hier ist die Tiefenruderwelle. Sie wird von der Seite in die Lagerbuchsen eingeführt. Dabei halte ich den Zentrierring zwischen die beiden Lagerbuchsen. Um die Tiefenruderwelle bewegen zu können, benötige ich auch noch einen Hebel. Dieser besteht aus GFK-Teilen, die miteinander verklebt sind. Zwei Edelstahlschrauben, die ich zusätzlich eingebaut habe, sollen die Stabilität noch weiter erhöhen. Sobald der Hebel mit der Welle verschraubt ist, ist auch der Zentrierring auf der Welle fixiert. Nun kann sich die Welle in den Lagern zwar noch drehen, ist aber gegen seitliches Verschieben gesichert. Im oberen Bereich des Hecks werde ich jetzt einen Umlenkhebel montieren. Dort ist dieser viel besser erreichbar. Die zugehörige Welle bringe ich zuerst in Position. Und hier ist der Umlenkhebel, an dem ich schon mal zwei Gabelköpfe montiert habe. Das geht viel leichter, solange der Hebel noch nicht im Heck montiert ist. Sobald ich die Welle an ihre endgültige Position geschoben habe, wird sie mit einer Mahnschraube gesichert, damit sie auch dort bleibt. Wie immer erfolgt ein kurzer Funktionstest. Die Kraftübertragung vom Servo zum Umlenkhebel erfolgt über einen langen Messingdraht. An diesen habe ich eine Hülse mit dem passenden Gewinde für die Gabelköpfe angelötet. Der untere Gabelkopf ist am schwersten erreichbar. Daher verschraube ich den daran führenden Messingdraht als allererstes, denn später würde ich da gar nicht mehr herankommen. Die Teile, die man hier sieht, benötige ich zur Ansteuerung des Seitenruders. Dieses Zahnriemenrad hat 20 Zähne. Die Seitenruderwelle ist mit Ausfräsungen versehen. Hier sollen wieder Madenschrauben Halt finden. Auf der Welle bringe ich oben das Zahnriemenrad an. Das hier ist ein Lagerbock für ein zweites Zahnriemenrad. Das zweite Rad hat 28 Zähne. Durch die unterschiedliche Anzahl der Zähne erziele ich eine Übersetzung, durch die ich das Seitenruder weiter auslenken kann, als das normalerweise möglich wäre. Dieses zweite Zahnriemenrad fixiere ich mit Hilfe einer Nylonscheibe und einer Schraube auf dem Lagerbock. Und nun kann ich den zugehörigen Zahnriemen im Heck einfädeln. Weil ich einen Zahnriemen zum Antrieb meines Seitenruders benutze, benötige ich keine hässlichen Ausbuchtungen im schmalen Heckteil, um dort Hebel unterbringen zu können. Im Seitenruder habe ich oben und unten Stellringe aus Messing eingeklebt. Dort finden die Madenschrauben zum Fixieren des Ruders richtig Halt. Beim Einschieben der Welle in die Lagerbuchsen achte ich darauf, dass die Flachstellen korrekt zu den Madenschrauben ausgerichtet sind. Ganz oben setze ich noch ein weiteres Lager auf. Dieses sorgt dafür, dass sich die Seitenruderwelle nicht verbiegen kann, wenn die Kraft des gespannten Zahnriemen darauf wirkt.
und um den Zahnriemen spannen zu können, sind im Lagerbock Langlöcher vorgesehen. Der Lagerbock wird mit 4 Schrauben im Rumpf fixiert. Und während ich die Schrauben anziehe, bringe ich gleichzeitig Spannung auf den Zahnriemen. Hier kann man das Zusammenspiel der soeben montierten Komponenten betrachten. Als nächstes müssen die Antriebswellen montiert werden. Die Propeller werden mit Hilfe eines Dockdrive-Systems auf der Welle gesichert. Dabei greifen die Zapfen des Stellrings in die Nuten des Propellers. Der Stellring wiederum wird auf dieser Flachstelle der Welle mit Hilfe einer Madenschraube festgesetzt. Auch am zweiten Ende der Welle ist eine Flachstelle zur Kraftübertragung vorgesehen. Die Antriebswelle ist kugelgelagert und am Ende mit diesem Simmering abgedichtet. Das Kugellager wird hinten in seinem Lagersitz positioniert. Und dann kann die Antriebswelle eingefädelt werden. Auch am vorderen Ende ist ein Kugellager, durch das die Welle geführt wird. Hinten wird jetzt noch der Simmering eingepresst. An der Stelle, wo die Welle vom Simmering abgedichtet wird, habe ich viel Fett aufgetragen. So wird der Verschleiß des Simmerings, der durch die Reibung auf der Welle entsteht, minimiert. Jetzt fehlt nur noch der Stellring für das Dockdrive-System und der Antriebspropeller. Durch diese aufwendige Montage kann der Propeller weder bei Vorwärts- noch bei Rückwärtsfahrt verloren gehen. Jetzt, wo die Antriebswelle an Ort und Stelle ist, kann ich das linke Tiefenruder anbringen. Genauso habe ich die Montage von Antriebswelle und Tiefenruder auch auf der rechten Seite des Bootes vorgenommen. Nun baue ich noch den Kabelbaum ein, an den die Positionslichter und die Decksbeleuchtung angeschlossen werden soll. Dieses Ende wird mit dem Druckkörper verbunden. Und dieses Ende führt zum mittleren Rumpfsegment, auf dem der Turm sitzt. Ich habe den Kabelbaum so konstruiert, dass ich ihn als Ganzes im Rumpf montieren kann. Alles ist steckbar und Löten ist nicht mehr erforderlich. Ich muss nur alle Teile durch die vorgesehenen Durchbrüche der Spanten fädeln. Um den Steckverbinder zum mittleren Rumpfteil montieren zu können, habe ich die zugehörige Bohrung extra mit einem Schlitz versehen, in den das Kabel eingelegt werden kann. Ich schraube ihn an diesem Rumpfsegment fest. Er wird sich später automatisch mit seinem Gegenstück verbinden, sobald ich die Rumpfsegmente zusammenfüge. Den Steckverbinder, der zum Druckkörper führt, lege ich in eine Tasche ein, in der er zunächst beweglich bleibt, um Toleranzen ausgleichen zu können. Weiter geht es mit den Servogestängen im hinteren Technikgerüst, die die Tiefen- und Seitenruder anlenken sollen. Wie schon im vorderen Technikgerüst benutze ich auch hier Stopfbuchsen, die eigentlich zur Kabelabdichtung dienen, um die Servogestänge wasserdicht vom Druckkörper nach draußen zu führen. Nachdem ich die Stange durch die Stopfbuchse geführt habe, kann ich die Kontermutter und den Gabelkopf anbringen. Weil der Weg von den Ruderhörnern der Servos bis zu den Tiefen- und Seitenrudern sehr lang ist, benutze ich jeweils 2 Gestänge für jedes Servo.
So wird unabhängig von der Bewegungsrichtung der Servos immer eine Stange auf Zug belastet. Wenn ich so eine lange Stange auf Druck belaste, würde sie sich einfach wegbiegen und könnte keine Kraft übertragen. Nachdem die Stangen montiert sind, schraube ich das Ruderhorn auf das Seitenruderservo. Die Montage des Gestänges für das Tiefenruderservo erfolgt auf die gleiche Art und Weise. Daher zeige ich das hier im Schnelldurchlauf. Damit alles schön leichtgängig ist, wird das Gestänge im Bereich der Stoffbuchsen gefettet. Die Muttern der Stopfbuchsen werden mit Schraubensicherung versehen. Und handfest angezogen. Durch die beiden Flansche, auf die ich gerade O-Ringe aufziehe, werden die Antriebswellen geführt. Ich werde gleich zeigen, wie die Abdichtung dieser Wellendurchführungen erfolgt. Vorher muss ich aber noch den O-Ring auflegen, der das hintere Ende des Druckkörpers abdichtet. Diese Hülse wird auf die Flansche mit den O-Ringen gesteckt. Bei der Montage von Technikrüst und Heck wird der zweite Flansch in die andere Öffnung eingefädelt. Und so wird eine wasserdichte Verbindung zwischen dem vorderen und dem hinteren Flansch geschaffen. Das Heck wird mit Hilfe von 4 Schrauben am Technikgerüst fixiert. Die setze ich zur Montagevorbereitung in ihre Bohrungen ein. Und nun kann endlich das hintere Technikgerüst mit dem Heck verbunden werden. Es müssen dabei fast gleichzeitig sehr viele Teile ineinander eingefädelt werden. Als erstes muss die rechte Antriebswelle durch ihre Durchführung. Dann die linke Antriebswelle, das Tiefenrudergestänge die beiden Antriebswellenhülsen und schließlich der Steckverbinder. Jetzt können die Schrauben eingedreht werden. Um alle Schrauben erreichen zu können, benutze ich wieder mein flexibles Spezialwerkzeug. Wie man sieht, kann ich damit auch schwer erreichbare Schrauben ganz leicht montieren. Jetzt können die Antriebswellen mit den Motoren verbunden werden. Dazu schiebe ich sie zunächst in die Wellenverbinder, die schon auf den Motorwellen montiert sind. Dann wird der Wellenverbinder so ausgerichtet, dass die Befestigungsschraube zu der Flachstelle auf der Welle ausgerichtet ist. Um die Schraube festziehen zu können, habe ich extra eine Bohrung im Endspant des Technikgerüstes vorgesehen. Am Schluss prüfe ich noch, ob irgendetwas hakt. Die Montage der rechten Motorwelle erfolgt ganz ähnlich. Allerdings erreiche ich die Befestigungsschraube des Motorverbinders durch die Flutschlitze im Rumpf.
Natürlich mache ich auch hier einen kurzen Funktionstest. Das Antriebsgestänge für das Seitenruder habe ich vormontiert. Wie schon erwähnt, benutze ich zwei Stangen, damit ich nur Zugkräfte einsetzen muss, um den Hebel zu bewegen. Die Stangen werden zunächst in Bohrungen der Servogestänge eingefädelt und dann befestige ich sie mit Hilfe von Klemmschrauben. Weil der Drahtdurchmesser nur 1,5 mm beträgt, benutze ich jeweils zwei. Der Hebel am anderen Ende wird mit dem großen Zahnriemenrad verschraubt. Um die Drahtenden mit passenden Gewinden für die Gabelköpfe auszurüsten, wollte ich erst diese verzinkten Stahlteile benutzen. Ich musste jedoch feststellen, dass diese nicht wasserbeständig sind und sofort anlaufen. Daher habe ich sie aus Messing selbst angefertigt. Um die Gabelköpfe leicht montieren zu können, habe ich mir ein kleines Werkzeug angefertigt. Damit kann ich den Gabelkopf in der gespreizten Stellung fixieren. So lässt er sich ganz einfach auf den zugehörigen Hebel aufsetzen. Noch den Stift auf die Bohrung ausrichten und fertig. Wie immer möchte ich zum Schluss die eingebauten Komponenten ausprobieren. Zunächst lasse ich die Motoren laufen, dann steuere ich das Seitenruder an. Hier das entsprechende Servo in Großaufnahme und hier der Zahnriemenantrieb. Jetzt noch das Tiefenruder mit seinem Servo und der Umlenkmechanik. Ups! Hier kollidiert der Gabelkopf mit dem Drahtende, das aus dem Hebel ragt. Da muss ich wohl nochmal bei. Und damit komme ich zum Abschluss dieser Episode. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie das Verschlusssystem meines Bootes funktioniert. Also bis bald, Matze sagt wieder Tschüss!